Legenden kommen auf vielen technischen Zeichnungen vor und da man hier mit der Formatierung immer mal wieder ein Problem hat, schlage ich vor, hier eine Tabelle zu nutzen. Dazu lege ich mir hier einen neuen Tabellenstil an, der natürlich aus dem vorhergehenden erzeugt wird, und formatiere jetzt hier noch ein bisschen den Titelbereich, so dass die Ausrichtung auf Mitte links steht, und dann schauen wir uns noch ein bisschen den Header an. Da ändern wir jetzt mal nichts. Header sind übrigens die Überschriften der verschiedenen Tabellenspalten. Und ja, dann nehme ich hier noch im Datenbereich die Ausrichtung Mitte zentriert vor. Sage OK und verwende jetzt diesen Tabellenstil. Durch ein Fenster definiert ziehe ich jetzt hier zwei Spalten auf. Dadurch habe ich hier mein typisches Layout einer Tabelle. Benenne die Tabelle hier im Titelbereich und fange dann im Datenbereich direkt an, Elemente einzufügen. Und das ist hier der Tipp. Sie können nämlich in eine Tabelle Blöcke einfügen, die Sie in der Zeichnung definiert haben. Auf der anderen Seite trage ich ein die Bezeichnung dieses Symbols. Ja, und so arbeite ich jetzt hier von jedem einzelnen Eintrag die Optionen ab. Ne? So, das heißt also, hier füge ich jetzt die Diode in meine elektrotechnische Schalttabelle ein. Als nächstes fügen wir noch ein Symbol hinzu. So. Ja, wichtig ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Symbole sein müssen, die in der Zeichnung definiert sind. So, haben wir. Oh, da müssen wir noch ein bisschen was korrigieren. Und ja, das ist hier halt auch sehr schön, dass die Rechtschreibhilfe direkt ein bisschen einen unterstützt. Als nächstes können Sie natürlich auch hier Tabelleneinträge komplett nehmen und kopieren und halt in einer neuen Zeile einfügen, so wie Sie das vielleicht aus Excel gewöhnt sind. Ja, auch ruhig hierbei mehrere, ja, so direkt anwählen und ausschneiden, um das Ganze dann ein bisschen zu verschieben. Ja, also hier mal eine neue Freizeile zu schaffen. Sie können natürlich auch eine neue Zeile einfügen vor dieser aktuellen Zeile. So, dann fügen wir jetzt hier noch einen Block hinzu. Und zack, beschreiben das Ganze noch. So. Was natürlich auch geht, Sie haben hier die Möglichkeit der Ausrichtungsformatierung. Also wenn Sie die ganze Spalte markieren, sind Sie in der Lage, hier die Darstellung zu optimieren und das Ganze anzupassen. Sie können natürlich auch eine ganze Zeile markieren und so wie in Excel dieses kleine Symbol unten rechts am Fenster nutzen, um hier halt mehrere Zeilen auf einmal zu kopieren und so Ihre Tabelle zu erstellen. Um die Einstiegslöcher für eine Haltung zu definieren, also den Zugang zur Kanalisation zu gewährleisten, muss ich jetzt hier als erstes mal ein Attribut definieren. Das habe ich schon vorbereitet. Und ja, jetzt erzeuge ich hieraus einen Block. Diesem Block gebe ich einen eindeutigen Namen. Gehe hierbei so vor, wie Sie das gewöhnt sind, nehme die Objekte und sage ihm jetzt hier in meinem Fall, das Ganze soll in einen Block konvertiert werden. Das Ganze bekommt halt eben die Nummer 1. So, und wenn ich das Ganze jetzt kopiere, ruhig mehrfach, so hierhin, dahin, dahin, da auch nochmal, muss ich natürlich im nächsten Schritt hier die Attributswerte anpassen. Bedeutet, dass jetzt hier halt eben die verschiedenen Positionen durchnummeriert werden. So, gleich haben wir es. Und damit bin ich in der Lage,
halt hier die verschiedenen Positionen dieser einzelnen Mannlöcher. Naja, man wird jetzt nicht unbedingt das Ganze so wirklich anlegen, also so im Kreis, aber okay, ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Als nächstes gehe ich hier hin und lese die Attribute aus der Zeichnung aus mit der Datenextraktion. Dafür definiere ich mir hier eine Vorlage, das heißt also, dieser Vorgang der Datenextraktion wird jetzt beschrieben. Als nächstes möchte ich hier die Objekte in der Zeichnung wählen, damit ich jetzt nicht unnötig viele andere bekomme. So, machen wir das so. Und jetzt nehme ich hier von meinem Symbol die Informationen. Im Übrigen kann ich hier auch anwählen, dass ich nur Blöcke mit Attributen anzeigen möchte. So, und jetzt wird es hier interessant, denn hier bin ich in der Lage, aus den Attributen und den geometrischen Daten zum Beispiel die XY-Position, und Z brauchen wir natürlich nicht, das habe ich schon abgewählt, und natürlich die Nummer des Attributs hier aus der Zeichnung herauszulesen. So, im nächsten Schritt gehe ich hier hin und definiere meine Spalten und blende zum Beispiel die, die ich nicht brauche, aus. Setze hier einen Filter für die Nummerierungsreihenfolge und habe so eine Koordinatenliste, die ich jetzt als Tabelle auf der Zeichnung einfüge. Das Ganze kriegt noch einen Namen. Ja, hier in diesem Fall sind das die Positionen der Einstiegslöcher. So, und wenn das Ganze dann halt eben, wie gesagt, passend ausgerichtet ist, habe ich hier die Möglichkeit, mir eine Tabelle einzufügen. Der besonders interessante Punkt ist jetzt, wenn ich hier einen dieser Punkte verschiebe, dann bin ich in der Lage, hier über das Kontextmenü, den Datenbestand abzudaten, so dass Sie halt hier über diesen Knopf immer wieder die Aktualisierung automatisieren können, so dass halt hier Ihre Tabelle automatisch die neuen Koordinaten beinhaltet.